Teil des automatischen Überwachungssystems. Ich bin in Gemini, Waits. Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden. Es gibt einen Lastenaufzug, den Sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seit Six in Gemini die Gelder gestrichen hat. Ziel aktualisiert. Stellen Sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. Gut. Es bewegt sich durch die Lüftungsschächte und ist mal wieder da, wo ich auch bin. Was spricht die Karte? Die Karte spricht... Erforsche diesen Level. Ich probiere es mal im aufrechten Gang, macht ein bisschen mehr Lärm, aber... Was soll's denn? Ein kaputter Hiwi. Was ist hier los? Geschlossene Türen. Verbesserung für Plasmaschneider wird hier benötigt. Oh! Ein Speicherpunkt. Das Allerwichtigste, das hätte ich jetzt fast vergessen. Dann wäre die ganze Schose wieder umsonst gewesen. Gut, hier lag irgendwas rum. Einmal Ethanol, bitte. Vielen Dank. Was haben wir hier Schönes? Geringe Energie, also müssen wir den Strom erst wieder herstellen. Das Prozedere kennen wir mittlerweile. Suche. Das nehmen wir alles mit. Nur Bindemittel ist voll. Na, warte mal, vielleicht kann ich ja irgendwas bauen. Baue, baue. Blendgranate konnte ich zum Beispiel bauen. Dann bauen wir das doch einfach mal. Drei Stück von jedem Teil können wir ja mit uns rumschleppen. Ansonsten, EMP-Mine fehlt mir noch was. Molotow-Cocktail fehlt mir was. Rohrbombe und Medikit. Aber ich kann Medikit bauen. Aha. Medikits. Ja, da kann ich sogar mehrere bauen. Das sollte ich dann auch mal tun. Und lieber Xenomorph, jetzt lass mich hier mal 2 Minuten in Ruhe. Und da ich jetzt doch in letzter Zeit relativ viel Gegenstände finde, stock ich jetzt hier einfach mal... Sachen sammeln kann. Und schon passt das Bindemittel in den Rucksack. So, einmal speichern. Wie jetzt bitte warten? Das ist so geil, ne? Wenn man gerade irgendwo gespeichert hat, kann man danach nicht gleich wieder speichern. Das ist ja sowas von hohl. Oh, da ist er wer. Guten Tag. Genießen Sie die Aussicht? Hm, schön heute. Ja, ja, der Sonnenaufgang auf Sevastopol. Sie sehen ganz schön mitgenommen aus. Der ist einzigartig. Was hat sie gesagt? Entschuldigung, hab's jetzt nicht gehört. Wo bin ich denn hier? Oh, hier bin ich anscheinend richtig. Und wenn hier gut, ein NPCs bekanntes Gesicht rumstehen... Zu sehen. ...ist ja wahrscheinlich auch der Xenomorph nicht in der Nähe. Aber lass dich mal wieder nicht täuschen. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter dagelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Wer bewegt sich denn da? Der bewegt sich wieder durch die Lüftungsschächte, ne? Der Drecksack. Gut. Hier brauchen wir bestimmt wieder den verbesserten Plasmaschneider, jawohl. Drüben. Mein Freund, ein Helfer der Lüftungsschacht. Ah, hier fehlt mal wieder der Strom. Was war das? Ein Ausrufezeichen. Von Interesse. Tatsächlich. Tür ist verschlossen. Also müssen wir erstmal den elenden Strom wiederherstellen. Burn, baby, burn. So, was ist hier los?
gewütet. Was ist das denn? Sollte mich das jetzt erschrecken? So schnell erschreckt mich hier nichts mehr. Außer der Xenomorph. Das wäre zu einfach gewesen. Doch nicht mit mir. Gut. Ah, sehr schön. Karte aktualisieren. Hier geht es weiter. Da muss ich natürlich den ganzen Gang entlang. Hier ist wahrscheinlich versperrt. Sesam, öffne dich. Oh, na, hier hat aber einer gewienert, hä? Jawohl. Eine Ehrenmedaille an den Putz. Sixen versucht seit Jahren, die gesamte Ausstattung zusammen mit Sevastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Waits. Schön langsam, Amanda, nicht zu hastig. Wir wollen noch keine Aufmerksamkeit erzeugen. Kann ich da reinklettern? Kann viel. Aber das kann ich nicht. Oh, ich liebe es ja. Blinkende grüne Punkte, die genau auf mich zukommen. Ein Spaß, aber hier scheint zumindest kein Lüftungsschacht zu sein. Aber hier sind seit längerem mal wieder Kästen in der Wand, oder? Ich habe sie einfach wieder kontinuierlich übersehen. Oh, Flammenwerfermunition! Es ist Weihnachten. Noch mehr Flammenwerferbrennöl. Ist das ein Träumchen? Na, erstmal schön vollladen, das Ding. 225, ja, damit können wir schon ein bisschen was anfangen. Überall höre ich es scheppern. Oh. Doof. Die Kamera ist Teil des automatischen Überwachungssystems. Und löst automatisch den Alarm aus, wollte ich eigentlich gerade sagen. Sobald die Scanner mich entdecken. Aber jetzt habe ich ein ganz anderes Problem. Witzigerweise lösen sie nicht den Alarm aus, wenn der Xenomorph durch sie durchläuft. Das ist ja auch wieder spannend. So, und wo ist die Mistkröte jetzt? Piepen tut nichts. Ja, da gehen wir raus, ne? Das haben wir in jedem guten Horrorfilm gelernt. Wenn es ruhig ist, ist die Gegend sicher. Na klar. Scheiße war's. Der lauert, der Drecksack. Der lauert. Ich höre vereinzeltes Blutzen aus dem Controller. Das bedeutet etwas. Ist in der Nähe. Oh. Scheiße. Etwas ist ganz in Ordnung. Naja, das Ziel ist mir schon klar. Das hilft mir aber auch nichts. Ich bin gefangen wie die Ratte in der Falle. Und die Musik macht es jetzt nicht gerade entspannter. Ah, du Mistvieh, jetzt komm, schleich dich. Was ist denn? Aus dem Kasten rauszugehen, wäre man sicherer tot gewesen. Das Spiel weiß schon genau, wie es es machen muss. Was machen wir? Was soll ich machen? Ich gehe raus. Oh oh.
Ja, das war buchstäblich in letzter Sekunde. Ich muss nur auch tierisch auf den Scanner aufpassen.